Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ritus der Sicht anzunehmen bei Zarman Chumuns im Mulgor. An dieser Position ist die Folgequest von Ritus der Sicht, wo man Quersteine und so Tannenzapfen aufsammeln musste. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen. Auf YouTube ist die Vorquest unter Ritus der Sicht Teil 2 zu finden. Diese Ritus der Sicht Teil 3, falls es eine Folge gibt, die genauso heißt, wird es Ritus der Sicht Teil 4. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme die Quest gleich mal an. Man bekommt ein Quest-Item mit. Das darf man auch hier gleich benutzen. Sollte euch dieses Video helfen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr sagt, das Video ist Mist, hilft mir nicht, keine Ahnung was das soll, dürft ihr natürlich auch Daumen nach unten geben, liegt an euch. Aber falls es hilft, wisst ihr Bescheid. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das wird mir helfen. So, da ist so ein Geist erschienen, dem darf man folgen. Und mal schauen, wie weit man dem folgen darf. Habe mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da poste ich des Öfteren, was ich gerade aufnehme und was als nächstes ansteht. Natürlich dürft ihr die Seite auch liken und abonnieren, wie auch immer. Ist mir aber nicht so wichtig wie der YouTube-Kanal. Kann man dem ein Zeichen geben? Ha! Ha! Dadurch sieht man ihn besser, wenn er durchs Gras läuft und so weiter. Finde ich sehr praktisch, diese Zeichen. Weiß gar nicht, ob es die in WoW Vanilla am Anfang wirklich gab. Ich glaube, das haben sie von dem aktuellen WoW übernommen. Bin mir aber nicht sicher. So, weiter geht's. Anscheinend hat er einen ziemlich langen Laufweg. Wo will der hin? Doch nicht nach Sunderbluff, das ist ein ewig langer Weg. Und ich kann auch nicht dass die Aufzeichnungen unterbrechen, weil vielleicht geht er bei euch verloren oder sonst was und dann wisst ihr nicht, wo er entlang gelaufen ist. Okay, das könnte eine sehr große Datei werden, die hochgeladen werden darf. Cool, cool. Ihr dürft natürlich auch Fragen stellen oder Kommentare abgeben, was euch so einfällt. Sowohl auf YouTube als auch auf Facebook. Ich hab's noch hinbekommen. Ich trink mal was. Und bei diesem Wolf empfehle ich euch ziemlich in der Nähe zu bleiben, weil sobald ihr zu weit weg seid, gilt die Quest als abgebrochen oder fehlgeschlagen. Also, falls es ein paar Mal bei euch passiert und ihr nicht wisst, woran es liegt, es könnte daran liegen, dass ihr zu weit weg von ihm seid. Bei mir ist noch alles okay. Zu beobachten gibt es nichts. Eieiei. Ja. Könnt ihr mal erzählen, was ihr so macht nebenbei im BFA-WoW. Und wie euch WoW Classic gefällt. Also mir persönlich, ich finde es irgendwie nicht langweilig, aber langsam.
Ich finde es im BFA, mit der Katz zu laufen, in Gegner hinein, alles zusammenpullen, Eier umhauen, looten. Genauso finde ich es doof, dass es in WoW Classic kein Massenloot gibt. Man muss jeden Mob einzeln looten. So, aha, der will zu dieser Höhle. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man direkt zu dieser Höhle hinlaufen könnte oder ob es dann wirklich als fehlgeschlagen zählt, wenn man zu weit vom Geist ist. Könnt ihr ja mal probieren und es in den Kommentaren posten. Was führt euch hierher? Quest ist abzugeben bei Seja Weißwarner. Weißwarner Geht in im Frieden. Mulgor an dieser Position. Also in dieser Höhle. Habt ihr meinen Weg verfolgt, hoffentlich. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ey, zocke, Ende. Mögen euch die Winde leiten.